Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es nicht um Diamond Painting. Vielleicht was fürs, also nicht direkt fürs Diamond Painting. Ich habe geshoppt. Ihr werdet es schon am Thumbnail gesehen haben. Es ist nichts fürs Diamond Painting, aber es ist was zum Wohlfühlen, Spaß haben, Freude haben. Also einfach ein bisschen was fürs Wohlgefühl. Ich habe den Shop bei TikTok entdeckt und ja, ich hatte dann mit der Inhaberin kurz geschnackt, weil ich was Spezielles haben wollte, nachdem ich was gesehen habe bei ihrem Shop. Und sie so, gar kein Problem, ich melde mich dann, wenn es soweit fertig ist. Ne? Und dann hat sie mich angeschrieben und ich so, ja, bitte, 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 sehr, sehr gerne. Was ich da geshoppt habe, das zeige ich euch. Und ich zeige euch mal vorab, bevor wir starten, das Paket, dann geht es ins Intro und dann starten wir. Das ist das schöne Paket. Da seht ihr den Shop auch nochmal und lasst uns gleich mal starten. Ja, du kannst sehen, das Paket ist noch zu. Genau, ich habe es auch noch nicht aufgemacht und ich bin so unfassbar gespannt, was da drin ist. Wir machen es jetzt auf. Das Coole bei den Kartons, die kann man schön aufreißen. Ich hätte ihn gern, ich weiß nicht, ob ich ihn wiederverwenden kann. Deswegen, ja, gucken wir mal. Aber wir schauen mal drin. Warte mal, ich habe da noch eine Nachricht. Ich sehe da gerade was. Wartet mal. Oh, ich muss das mal kurz aufschreiben. So, wartet. Ich muss das aufschneiden. Es geht doch nicht so einfach auf. Das ist aber auch clever gepackt, ne? Ich krieg das nicht so einfach auf. Und das Paketklebeband ist auf jeden Fall cool, weil kennt ihr das? Da sind noch so Dinger eingewebt. Vielleicht kennt der ein oder andere das von diesem Amazon-Paketband. Und vor allen Dingen personalisiert, mega cool. Und ja, finde ich schon richtig cool. So, wartet mal. Wir schauen mal, was hier drin steht. Also, ich habe noch einen Zettel gekriegt. Hi Janine, ganz lieben Dank für den schönen Auftrag. Ich freue mich, dass dir die Spooky Katzen so gut gefallen. Als Wiedergutmachung für die B-Ware habe ich dir etwas mehr dazu gepackt. Ganz danke für deinen Support und ganz viel Freude mit den Sachen. Alles liebe Bianca. Genau, die Shop-Inhaberin heißt Bianca und der Shop heißt Autumn Hex. Und für alle, die jetzt in die Spooky Season starten möchten, sprich Halloween, perfekt der Shop. Und ich habe hier auf jeden Fall noch eine Karte bekommen, da könnt ihr gerne mal scannen, wenn ihr da Bock drauf habt, dann kommt ihr da direkt hin. Scannt euch den jetzt einfach ab, macht kurz Pause, ich halte euch das auch in die Kamera. Und da könnt ihr wirklich ganz, ganz viel finden. Also von Notizbücher über Suncatcher, Sticker, das, was ich euch heute zeige, richtig cool. Also, ich habe bestellt, das zeige ich euch gleich. Ich habe auf jeden Fall noch so eine schicke Karte bekommen. Sibyl of the Year. Okay, ich bin natürlich jetzt kein so esoterischer Mensch. Ich kann damit tatsächlich gar nicht so viel anfangen. Aber ich finde es super. Das ist übrigens die Danke-Karte. Hey Janine, you made my day. Vielen lieben Dank für deinen Einkauf und dein Vertrauen. Das bedeutet mir viel. Hinterlasse mir gerne ein Feedback auf Social Media und markiere mich in deinen Buch. Beiträgen. Ich weiß, ich glaube, sie hat kein YouTube, macht aber nichts. Ich schicke ihr den Link hinterher, dann kann sie gerne mal drunter gucken. Und da seht ihr auch nochmal die Shop-Seite www.autumnhex.de. So, wenn ihr das vorher nicht gescannt habt, dann könnt ihr das euch jetzt abschreiben, wenn ihr möchtet. Ich verlinke es euch aber bitte sehr gerne auch nochmal unten. Also, ihr müsst jetzt nicht sagen, boah Janine, jetzt muss ich auch nur schreiben. Alles kein Thema. Ihr könnt gerne unten in die Videobeschreibung schauen. Da verlinke ich euch natürlich alles. Gar kein Thema. Okay, cool. Ich sehe schon was. Oh, wie gut. Also, wer jetzt schon ein bisschen aufgepasst hat, weiß, dass ich mir was mit Spooky Cats besorgt habe. Ich liebe ja Katzen. Ich habe ja auch eine. Und Spooky Cats so für Halloween. Sehr geil. Und sie hat mir was total Süßes reingepackt. Und zwar, schaut mal. Wer jetzt denkt, das ist ein Button, der hat sich getäuscht. Edgebed. Nein, nein, gibt's nicht. Das passt doch mega cool, oder? Und vielleicht, ich habe mit ihr schon mal geschrieben, vielleicht kann ich sie ja als Künstlerin fürs Diamond Painting gewinnen und dann können wir mal gucken, ob wir coole Diamond Painting Produkte haben, mit ihr zusammen kreieren. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwie klappt oder nicht. Wir schauen einfach mal. Also, sie macht auf jeden Fall super, super schöne Designs und jetzt zeige ich euch, was es ist.
Es ist ein Flaschenöffner. Das heißt, wenn ihr das irgendwo liegen habt, könnt ihr das. Und dadurch, dass es auch aus Metall ist, könnt ihr theoretisch auch. Kann man das. Ja, wenn ihr mit einem Magneten am Kühlschrank befestigt, könntet ihr das dann theoretisch auch wieder an den Magneten. Oder wenn ihr eine Magnetwand habt, die magnetisch ist. Also es muss was sein, was magnetisch ist. Ich glaube, hier ist kein Magnet drin, oder? Wartet mal, haben wir was, wo wir einen Magneten? Schwierig. Also ich habe hier Magneten. Ja, also hier ist natürlich ein Magnet dran. Habe ich Metall? Habe ich Metall? Habe ich Metall? Habe ich. Also doch, da ist tatsächlich ein Magnet eingebaut. Das heißt, ihr könnt ihr so einfach an den Kühlschrank pappen. Also das ist jetzt eine Metallplatte aus meinen Magnetboxen. Wie cool! Ich dachte, also ich hätte mir das schon fast gedacht, aber ich war mir nicht sicher. Und zwar ist hier oben das Runde, da ist der Magnet drunter. Aber mega cool. Und ich finde es einfach super. Und es passt perfekt zur Bestellung. Sehr cool, ich freue mich so. Ich hab mich so lange auf dieses Paket gefreut. Und ich wollte das schon so oft auspacken. Aber da ich weiß, dass es bestimmt den einen oder von euch, anderen von euch, irgendwie vielleicht auch catchen könnte, habe ich gedacht, nee, das muss ich euch auf YouTube zeigen. Dann hat sie mir hier noch was eingepackt. Und dann habe ich ganz viel. Ha, das verwende ich aber wieder, Leute. Da könnt ihr aber Gift drauf nehmen. So, wartet mal. Ich muss aber mal kurz fischen, was hier alles drin ist. Ohne dass ich ganz viel von den Flocken hier rum verteile. Weil die verteilen sich halt auch überall hin. Wir haben Nummer 1. Ups. Ja, die Flocken machen mir jetzt ein bisschen das Leben schwer, weil die hopsen aus dem Karton. Okay, noch ein bisschen Verpackungsmaterial. Also ihr könnt es auf der Seite gar nicht so gut sehen, ne? Ich muss ganz nach unten. Da unten sind jetzt ist die Sache noch weiter drin. So. Nummer 3. Und dann haben wir Nummer 4. Dann gucke ich gleich nochmal, ob wir irgendwo noch was drin rumfliegen haben. Nicht, dass ich dann irgendwas entsorge oder euch nicht zeige. Das war's schon. Also der Karton kann einmal auf die Seite. Und ihr seht schon, ich habe mir drei tolle Sachen bestellt. Hier ist noch was drin. Das gucken wir uns gleich an, was da noch drin ist. Ich zeige euch erstmal das. Also ihr seht schon, das sind zwei identische Sachen und das ist was anderes. Und auch da ist der Sticker drauf. Aber ich will euch ja nicht zeigen, was es ist. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, oh, wie cool das ist, das brauche ich tatsächlich noch. Weil sowas habe ich schon länger mal gesucht. Aber irgendwie wusste ich auch nicht, wonach soll ich suchen. Und es ist mir durch Zufall und dann personalisiert, beziehungsweise mit individuell geprägten Sachen drauf. Und das fand ich so geil. Ich weiß nicht, der ein oder andere kennt das von euch schon, aber ich zeige es euch jetzt trotzdem. Und zwar ist das so eine Flasche mit Spooky Cats drauf. Ist das cool oder ist das cool? Sehr geil, oder? Und das ist das Musterexemplar gewesen und sie sagt, da irgendwo wären Fehler drauf. Tatsächlich, ich kann den Fehler jetzt so ad hoc nicht erkennen. Aber ich finde es wundersüß. Ich meine, ich habe zwar keine schwarze Katze, aber ich finde es einfach nur genial. Und wisst ihr, was das ist? Das ist eine Flasche, die man auch heiß und kalt benutzen kann. Und zwar könnt ihr das aufschrauben. Und dann habt ihr wie so ein T-Sieb da drin. Ah ja, das muss man rausziehen. So, da ist der Henkel. Und dann könnt ihr das rausdrehen. Und da könnt ihr dann halt euren Tee reinmachen. Kann man das noch weiter? Ja, kriegt man auch noch weiter aufgeschraubt. Das heißt, hier könnt ihr euren Tee reinmachen. Dann macht ihr das zu. Und dann hängt ihr das rein und dann könnt ihr Wasser drüber gießen und dann könnt ihr das hinterher wieder rausnehmen. Oder ihr macht es einfach zu. Und kann man damit auch gießen? Weiß ich nicht, probiere ich auf jeden Fall aus. Das ist übrigens eine Doppelwand. Ja, also deswegen könnt ihr die Flasche auch anfassen. Es ist zwar nicht mega viel Volumen da drin, ist mir aber tatsächlich egal. Das ist so, sind so ein, zwei Tassen sind das auf jeden Fall. Und ich trinke ja gerne, super gerne Früchtetee. Und ich trinke den Früchtetee halt auch gerne auf eine größere Tasse. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir eine normale Kaffeetasse hole oder also ich sag mal so einen Kaffeebecher, ne, die sind ja so hoch ungefähr und hänge da einen Beutel rein, das ist mir tatsächlich too much. Ich mag es ganz gerne, wenn es nicht ganz so intensiv, also was heißt nicht intensiv, ich mag es schon intensiv, aber ich brauche da einfach irgendwie mehr Wasser. Und das ist halt perfekt vom Volumen her. Da kann man auch super gut mit Lose so dosieren, dass es halt genau passt. Und ich habe auch noch Kaltaufgusstee. Und das ist natürlich auch perfekt für den Sommer.
und einfach zuschrauben, dann bleibt es heiß oder bleibt es kalt. Das kannst du dir auf den Tisch stellen. Und du hast halt ein, das ist super. Kennt ihr dieses, wenn man einfach schöne Dinge hat, woran man sich erfreuen kann? Und das ist auf jeden Fall ein neuer. Ich will keine Küchenutensilien kaufen, aber das, da bin ich lange drumherum geschlichtet und habe es mir genau überlegt, bevor ich das kaufe. Weil ich möchte halt kein unsinniges Zeug haben, was ich halt nicht benutze. Und da denke ich schon, dass ich das benutze, weil das finde ich richtig cool. Und das ist halt vom Design her super durchdacht und halt schön personalisiert mit den Aufdrucken. Das gibt's halt nur bei ihr. Und sie hat viele, viele Designs. Also was heißt viele? Nicht hunderte, aber so eine Handvoll, 5, 6, 7 Stück hat sie mit verschiedenen Designs. Schaut gerne mal rein. Vielleicht ist das jetzt nicht das direkt Richtige für euch, aber vielleicht irgendwas anderes. Und natürlich habe ich mir gedacht, ey, wenn es das schon so, ne, also das war übrigens das erste Exemplar, was sie gemacht hat. Sie hatte nämlich passende Gläser schon dazu. Und da habe ich gedacht, wenn du die Gläser schon dazu hast, kannst du nicht die Flasche auch mit dem Design machen? Und sie so, ja, muss sie ausprobieren. Und deswegen war ich die Erste, die es überhaupt angefragt hat. Und ich finde es so unfassbar cute. Und das sind Trinkgläser. Und ich glaube, da ist auch irgendwo eine Macke, deswegen ist es halt B-Ware, aber das juckt mich überhaupt nicht. Ich finde das so schön. Die sind auch dicker. Ihr habt hier wieder diesen Verschluss und ihr habt dann hier auch einen Strohhalm mit dabei. Das heißt, auch sehr entspannt, wenn man Videos macht, dass man euch dann auch, ich sag mal, ein Getränk in die Kamera halten kann, ohne dass das doof aussieht. Ach ja, eine Reinigungsbürste für den Strohhalm und ein Glasstrohhalm. Ne? Den kann man dann, und dann kann man schön süppeln. Ist natürlich auch praktisch, wenn man mal im Meeting sitzt. Man muss da nicht immer mit der Tasse, mit der Kaffeetasse oder mit einer heißen Tasse und verbrennt sich die Schnute oder wie auch immer. Finde ich sehr cool. Also ich sag mal, für heißen Tee vielleicht jetzt nicht geeignet, aber für so einen lauwarmen Kaffee auf jeden Fall super. Oder für kalte Getränke im Sommer auch cool. Könnt ihr dann schön, schön am Strohhalm nuckeln. Finde ich, ist auch aesthetic-like sehr geil. Und ja, was soll ich euch sagen? Ich habe mir da 2 Gläser von geholt, weil wenn der eine da doch mal in der Spüle sitzt, dann kann ich das andere wenigstens benutzen. Und ey, ich liebe die Spooky Cats einfach. Ich finde die so unfassbar cool. Also, ich weiß nicht. Also, es hat's mir, das Motiv hat es mir halt wirklich angetan. Und Spooky Season haben wir jetzt. Und wenn ihr auf Halloween steht und sagt, boah, da schaue ich mal vorbei, die hat bestimmt das ein oder andere für mich. Ja. Spooky Season, absolut empfehlenswert. Schaut gerne vorbei, wer Halloween mag, wer gerne so auf, ja, was heißt esoterisch, ist es jetzt vielleicht nicht. Vielleicht tue ich auch das falsch sagen. Aber auf jeden Fall für die Spooky Season, für Halloween, ne? Sehr geil. So, jetzt hat sie, packe ich das letzte noch aus, mal gucken, was da drin ist. Ah ja, ich habe euch ja gesagt, dass sie auch Notizblätter hat. Ach, wie cool. Wie cool ist das denn? Oh, Bianca, du bist ein Schatz. Guckt mal. Also, da. Ach, guckt mal, wie süß. Und es ist ein Notizblock. Es ist fast so schade zum Beschreiben. Kennt ihr das, wenn ihr so Produkte habt, wo ihr die gar nicht benutzen wollt, weil die einfach so schön sind? Super süß. Super süß. Auch mit einer Katze drauf. Sind ein paar Blätter zum Notieren. Sehr, sehr cool. Dankeschön. Auf jeden Fall cool. Ich weiß noch nicht, was ich mir da drauf schreiben soll, aber ja, auch solche Produkte sind natürlich zum Benutzen da und nicht nur zum Angucken, weiß ich selber auch. Aber manchmal ist es tatsächlich so, dass man dann denkt so, oh, viel zu schade zum drauf rumschreiben. Aber doch, ich werde ihn benutzen. Ich werde ihn benutzen. Ich weiß noch nicht, wo und in welcher Art und Weise. Aber versprochen, ich werde ihn benutzen. Okay. Also, das war mein kleiner, süßer, feiner Einkauf bei Autumn Hex, also bei der lieben Bianca. Und ich finde die, ach, ich lieb's einfach, wirklich, ich lieb's super, super schön. Ich werde das auch gleich ausprobieren, denn ich habe noch keinen Kaffee getrunken heute und ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Das heißt, perfekte Gelegenheit für mich, die Sachen mal auszuprobieren. Und ja, dann werde ich gleich in die Küche stiefeln, mir halt die Strohhalme und die Bürsten noch mitnehmen. Die Bürsten kommen bei mir in den Schrank. Ich habe ziemlich viele Bürsten zum Saubermachen, aber die Strohhalme muss ich mitnehmen, sonst ist hier schlecht draus trinken. Klar, man kann auch so draus trinken, das geht auch. Aber im Sommer, gerade wenn man auf der Terrasse sitzt, ist mit Strohhalm natürlich super ideal, weil dann halt auch die Wespen wegbleiben. Ne?
und das Viehzeug halt auch im Allgemeinen. Deswegen finde ich so mit Strohhalm schon super, super gut. Und die Glasstrohhalme sind halt auch direkt dabei. Und was ich ja zum Anfang noch weggelegt habe, sind die Anweisungen. Hier steht noch drin, Cup Care, damit du lange Freude hast mit deinem Becher. Nicht einweichen lassen, nicht Spülmaschine geeignet, nicht Mikrowellen geeignet. Oh, nicht Mikrowellen geeignet, finde ich bloß. Keine heißen Tränke und die Folie ist UV-beständig. Das sind die Cups, ne? Also hier sollten wir lauwarme Getränke machen, aber keine heißen Getränke. Das Bottle heißt, bei dem Bottle nicht einweichen lassen, nur Handwäsche, nicht Mikrowellen geeignet. Folie ist UV-beständig, mögliche Klebereste können beim Spülen vorsichtig entfernt werden. Na, da habt ihr diese kleinen Hinweise noch dazu. Finde ich auch super praktisch. Also ich habe bitte schon fast gedacht, dass die nicht Spülmaschinen geeignet sind. Ich hätte gedacht, dass sie vielleicht Mikrowellen geeignet sind, aber gut, nichts in die Mikrowelle. Und hier auch keine heißen Getränke rein, sondern so lauwarm, aber Kaffee ist ja in der Regel auch nicht mega hot. Also zumindest den Kaffee, den ich trinke, der ist nicht heiß, der ist eher lauwarm. Das ist super. Und Tee, also wenn dann höchstens ein bisschen abgekühlter Tee, wenn man jetzt hier Tee macht, dann lasst den gut abkühlen und wenn er so ein bisschen wärmer ist, dann könnt ihr den auch benutzen. Das geht dann auch. Halt nur nichts Heißes. Hätte ich jetzt so interpretiert. Keine heißen Getränke, so lauwarm sollte dann in Ordnung sein. Ja, super. Also das ist auf jeden Fall cool. Ich weiß nur nicht, wo ich den dran machen soll, weil ich habe nämlich unten keinen Kühlschrank, den ich da missbrauchen könnte. Ich habe eine Idee. Wisst ihr was? Ha, wer von euch hat mal geguckt, was er für Türzargen hat? Die neueren Türzargen oder zumindest die, die hier bei mir im Haus verbaut sind, sind alle aus Metall. Ich hau den einfach in die Türzarge von der Küche. da verschwindet der halt auch nicht. Und dann habe ich ihn auf jeden Fall immer griffbereit. Ich habe das tatsächlich mit Magneten hier oben an der Tür schon gemacht. Hier oben in meiner Tür hängen auch schon Magnete in der Tür. Das sieht total weird aus, aber ja, es ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Wenn man schon mal Metalldinger hat, dann kann man die auch ausnutzen. In Düsseldorf hatte ich nur so Holzdinger. Also da war nichts mit in die Tür Magnete reinhängen oder so. Aber hier funktioniert das auf jeden Fall. Und ja, wird ausgenutzt. Man muss das auch mal ausnutzen, wenn man mal so eine Chance hat. Aber die Gläser, ich lieb's. Ich bin heiß hin und weg. Und ja, Dankeschön, liebe Bianca. Sehr, sehr cool. Und ich freue mich da sehr drüber. Und ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr es findet. Und wer von euch geht jetzt auch direkt mal stöbern? Hände hoch, gerne in die Kommis schreiben. Und ich wünsche euch einen super, super entspannten Sonntag. Lasst euch nicht ärgern. Habt Spaß bei dem, was ihr auch immer tut. Feel free, wenn ihr shoppen wollt. Ich glaube, die Bianca wird sich sehr, sehr freuen. Sie hat auch neue Sachen eingestellt. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Weil manchmal sind die Sachen sehr schnell weg. Ist nicht anders wie bei mir im Shop. Gut, also wie gesagt, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.